Ja, ahoi, liebe Tenor-Kollegen. Ich habe euch heute Hydroid mitgebracht. Ich habe zwei Builds gemacht. Das eine ist eher ein Min-Max-Build mit Helmet-Nutzung. Das andere ist eher ein Build, was natürlich ist und was man sich auch nach und nach selber ausbessern kann. Also eher für die frischen Tenors unter uns. Aber es ist auch gleichzeitig zum Farmen. Also auch wenn es, sage ich mal, eher für Anfänger ist, man kann es auch als Langzeitspieler benutzen, weil man muss ja nicht immer, ja, ständig nur Knöpfe drücken. Man kann auch mal ganz entspannt einfach farmen. Und das geht mit Hydroid wunderbar. Ich zeige euch auch warum. Wir fangen mal mit den Arcanas an. Ich habe Arcana Aegis drauf. Das hilft uns bei der Schildladerade. Ganz einfach. Dann habe ich noch Wechselerweiterung drauf. Einfach ein bisschen mehr Fähigkeitsstärke. Arcana Aegis kombiniert sich ganz gut mit schneller Ablenkung. Dort geht es auch um die Schildladerate beziehungsweise um die Verzögerung der Schildladerate, denn die wollen wir ja nicht drin haben. Wir wollen ja bei dem Bild hier, dass die Schilde sich so schnell wie möglich wieder aufladen oder so schnell wie möglich wieder hochfahren. Und das kann man verrückterweise nochmals mit Vezzerin kombinieren, denn wenn wir, das ist jetzt am Xbox-Layout, dass der A-Knopf mit dem R-Knopf kombiniert, wenn man im Operator ist. Wir können schützende Hülle aktivieren. Wir sind 4 Sekunden lang so mehr oder weniger unbesiegbar. Wenn das rum ist, haben wir dann nochmal 12 Sekunden eine Regenerationsverzögerung der Schilde. Das, wie gesagt, lässt sich ganz kombinieren. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt Vezzerin draufhauen. Ich finde, Naramon mit der Kombodauer kommt auch ganz gut. Könnt ihr nach Gusto machen. Gehe nochmal aufs Bild, um sicher zu gehen, dass ihr da auch alles mitbekommen habt. Die Aura habe ich wachsende Macht drauf. Macht, was ihr wollt. Wichtig ist auch Prime trittsicher. Manche unterschätzen das, aber wenn ihr am Bobbis landet, könnt ihr einfach verrecken. Ist halt so. Lebt damit. Als Augment mag ich gerne ungestrafte Flut. Das ist die zweite Fähigkeit X auf dem Xbox-Layout. Und zwar können wir mit der Augment alle Statuseffekte zunichte machen. Ganz nett, wir sind auch mit der Fähigkeit, wie heißt die denn auf Deutsch, Springflut, sind wir auch kurz unbesiegbar. Manchmal benutze ich die zweimal hintereinander, dann geht die länger, man hat dann so eine Phase, wo das Schild sich dann auch wieder aufladen kann. Das müsst ihr aber erst, glaube ich, ab, lasst mich nicht lügen, ab Level 300, 400 im stellenden Pfad machen. Also keine Panik, das funktioniert auch, wenn man das zwischendurch einfach mal macht, damit man, man hat ja auch eine Phase der Statusimmunität einfach. Die geht auch 12 Sekunden ab und zu einfach mal drücken. Wir müssen bei dem Bild sowieso sehr, sehr oft, also es ist ideal, wenn wir auch die Fähigkeiten dann schön raushauen, immer spammen. So lädt sich nämlich über die Augenmods, die wir auch haben, auch das Schild auch ein bisschen schneller auf. Ne? Dann kann es gar nicht so schnell immer depletet werden. Ja, dann noch Adaption. Ihr könnt auch alternativ rollender Schutz drauf machen. Ich muss aber sagen, dass ich auch in relativ hohen Levels jetzt nicht so das Tankproblem mit Hydroid hatte, was mich sehr gewundert hat. Ich hatte vorher auch ein Bild mit Primed Umlenkung, aber schnelle Ablenkung hat da so ein bisschen besser funktioniert. Blinde Wut kann man auch komplett reinknallen. Wir werden auch keine Energieprobleme kriegen. Der Rest, den dürftet ihr kennen. Prime Continuity, schattenhafte Verstärkung, etc. Pipapo. Zur Waffe. Die ist jetzt wichtig. Und zwar, ihr könnt natürlich auch eine andere Waffe nehmen, aber das ist gerade so die Creme de la Creme der Statuseffekte, die Dual Eye Core. Und ich habe da jetzt ein relativ ungewöhnliches Bild drauf. Ich habe da jetzt Elektrizität und Gas. Ne? Wie schon eben gesagt, wir spielen so eine Art Hydroid, der so eine Art Elementarschleuder ist. Und die Arcana Nahkampfeinfluss. Also wir procken Elektrizität und verteilen alle anderen Elemente, die wir hier noch drauf haben. Und dann habe ich hier noch Korrumpierte bestrafen. Das ist ganz nett, weil unsere Effekte ja auch springen und dann dieser Effekt, der multipliziert sich dann mit 1,55, klingt nicht viel, aber das multipliziert sich dann mehrfach. Ich habe da noch gern Blutrausch drauf, auch wenn wir jetzt nicht sowas wie Ausweiter drauf haben, ist egal, wir haben auf den Dual Ico schon, ne, seht ihr ja schon, relativ hohen Crit-Multiplikator. Lohnt sich auf jeden Fall. Und dann habe ich da noch gerne Berserker-Raserei drauf. Einfach, dann können wir schneller zuschlagen, wenn wir einen Kill vollführt haben und verteilen noch mehr Statuseffekte. Ich habe da noch gerne die Kuvasa mit. Das ist einfach mal entspannt. Ihr könnt dann durch die Gegend springen und durch die ganzen Elemente, die wir da verteilen, könnt ihr einfach auch mal einen Raum ein bisschen sauber machen, so zwischendurch mal, ganz nett und auch ganz gut für Akolyten, wenn ihr nicht so nah dran wollt, aber ich bin, glaube ich, bei keinem Akolyt mit dem Bild
niedergestreckt worden. Also es ging relativ unproblematisch. Und dann noch kurz erwähnt, das Grimoire braucht dich jetzt in den Orokin-Missionen nicht auf im Void, aber ich denke mal, es kann sein, dass es Missionen gibt, wo wir vielleicht Energieprobleme kriegen könnten. Ich tippe da mal drauf. Ich habe hier noch diesmal Augomods draufgepackt, ordentlich. Ja, Anrufung Sata für die Energiegewinnung, kennt ihr schon. Ja, und dann noch Loblied Fass. Nochmal, Schildladerate. Kann man machen, ne? Muss man alles nicht. Guckt, wie ihr am besten, wie viel von diesem Schildladerateffekt ihr braucht und schaut, wie ihr am besten fahrt. Alternativ habe ich noch mal eine Phantasma vor kurzem gebaut, mit der man Energie gewinnen kann. Die verlinke ich euch unten. Dann könnt ihr nämlich tauschen, könnt eure Sekundärwaffe mitnehmen, die ihr am liebsten habt und könnt oben mit der Phantasma euch Energie holen. Wir gehen mal in die Mission rein. So, wir sind in der Mission drinne. Wir aktivieren Nährin, gehen zum Kügelchen und zack, haben wir Energie. Dann die 3, das ist B auf dem Xbox-Layout und dann kann es auch schon losgehen. Ich zeige euch mal, was passiert, nämlich, ja genau, fast nichts. Wir haben noch die Riga mit, das Bild zeige ich euch gleich. Ihr könnt auch einen anderen Begleiter mitnehmen, aber die Riga passt nochmal richtig gut mit den Elektro-Procs. Tja, das ist, ja, das war's. Ja, ihr seht, also ich habe Veserion noch nicht mal aktiviert. Wir können auch mal gerne Veserion noch aktivieren. Und ja, sobald wir jetzt gehauen werden, geht das Schild wieder hoch. Manchmal aktiviert sich die Arcana Aegis nicht, aber auch wenn es nicht so ist, wir haben so viel Kram dabei, der die Schilde oben hält. So. Wir können es auch gleich mal noch mal probieren, ohne die dritte Fähigkeit. Kann ich euch mal gerade zeigen, was die Waffe macht. Wir schlagen einmal mal drauf und ihr seht ja diese Wolken, die entstehen, die verteilen sich dann wunderbar. Durch den Elektro-Pop. Also, Elektrik und dann geht's hier weiter. Und ich habe noch nicht mal angefangen, meine Fähigkeiten zu spammen. Wir können nämlich mit Hydroid einmal da, die 1, das ist A. Und dann können wir die Procs verteilen. Und wenn wir dann draufschlagen, dann passiert nämlich das. Vielleicht bald noch eine Eximus, ne, die ist hinter der Wand. Eximus einhalten. Dann können wir einmal draufhauen und ne, keine Rüstung mehr. Über die Archon-Share muss ich gleich auch noch sprechen. Ist nichts Wildes. Müsst ihr auch nicht unbedingt dabei haben. Ja, aber das wäre es eigentlich so. Noch ganz kurz die Scherben, die ich erwähnt hatte. Ich habe da zwei blaue, taugefertigte Scherben drin. Die sind für die Schildkapazität drin. Wir böllern damit die Schilde auf 1100 hoch ohne Mods. Dadurch erhöht sich unsere Unbesiegbarkeitsphase, wenn die Schilde down sind. Aber ist Luxus, habt ihr eben gesehen, dass ihr das nicht unbedingt braucht. Ihr braucht auch nicht die smaragdgrünen Scherben unbedingt. Ne? Damit können wir nämlich die Armor, also die Rüstung, vollkommen entfernen von den Gegnern. Ist auch absoluter Luxus für die Aktivierungsgeschwindigkeit. Noch eine Sache zum Begleiter. Die Riga ist wirklich sehr, sehr gut für solche Elementare-Builds. Und auch Schildlader hat nochmal ja, die Schildregeneration gefördert. Sehr, sehr schön. Dann ist noch Bogenspule ganz nett, ne, wegen den Elektro-Procs, die wir dann nochmal verteilen. Ihr könnt euch einfach hier ich will ja jetzt nicht so genau darauf eingehen, guckt euch einfach die Mods an, könnt ihr nachbauen und schauen, ob euch das genauso gefällt. Versucht das ungefähr nachzubauen, ist ein ganz nettes Diriga-Bild so. Gut, nun zum versprochenen zweiten Bild für Chiller und auch für die neuen Tenos, die dazugekommen sind. Ja, die Arcanas, wirklich, ihr braucht sie nicht unbedingt. Also ihr werdet mit dem Bild auch ohne Fähigkeiten ganz gut überleben können. Wir haben Vitalität drin und Adaption. Und versucht dann noch, die dritte Fähigkeit Raubzug aktiv zu halten. Muss nicht sein, ich habe es wirklich getestet. Es funktioniert auch im stellenden Pfad erstmal so. Und gerade wenn ihr mit dem Team unterwegs seid, ist das überhaupt kein Problem. Zum Farming. Wenn ihr neu anfangt, solltet ihr natürlich auch viel farmen. Das geht mit dem Tentakelschwarm und mit dem Augment stehlender Schwarm. Ist optional. Ich empfehle euch aber, gerade am Anfang solche Sachen drauf zu machen, damit ihr auch schön Ressourcen bekommt. Der Rest sollte bekannt sein. Aber ihr seht es. Also ich zeige euch gleich, wie das Bild funktioniert. Ich habe jetzt ganz normal Vitalität drauf. Eigentlich könnte man noch schattenhafte Vitalität draufhauen. Brauchen wir nicht. Dieses Bild ist jetzt auch, sag ich mal, ihr könnt darauf aufbauen.
ihr müsst die Sachen nicht so perfekt drin haben wie hier. Wie gesagt, ich habe auch Vitalität drin statt schattenhafter Vitalität. Versucht einfach ein bisschen Dauer drauf zu machen, ein bisschen mehr Reichweite, ne, für die beiden Fähigkeiten hier, Tentakelschwarm und Raubzug, und halt auch ein bisschen Stärke, damit wir hierüber ein bisschen mehr Schaden machen, ein bisschen tankier sind, dann funktioniert das Ganze ganz gut. Wir sind in der Mission jetzt drinne und ich aktiviere einfach mal die 3 und hoffe, dass ich mal hier so ein bisschen Energie kriege. Ihr seht schon, funktioniert ganz gut. Und eigentlich war es das schon. Ich demonstriere euch nur noch kurz den Tentakelschwarm. Und da werden die Kollegen hier festgehalten. Hat noch relativ eine relativ große Reichweite, auch wenn wir jetzt nicht unser Bild durch die Plus-Minus-Mods versaut haben. Wir haben einfach nur die normalen Reichweite-Mods drin. Können nochmal hier die 3 aktivieren. Und wenn wir Energie haben, können wir auch gerne hier spammen. Warum nicht? Raus mit der 1, immer wieder die 1. A auf dem Xbox-Layout. Ein bisschen schlagen, ein bisschen verteilen. Und hier geht alles kaputt, auch mit dem Bild. Ja, das war's eigentlich. Ich könnte jetzt noch erwähnen, es ist am Anfang immer ein bisschen schwierig. Ihr könnt am Anfang noch ein Smeta-Cover mitnehmen, ne? Das stirbt ein bisschen schneller als die Riga, aber damit verstärkt ihr nochmal den Farm-Effekt. Und bedenkt, dass diese Tentakel auf die Gegner oben halten. Hier. Also, ist lästig. Also klar, klappt das jetzt mit der Kovazar. Ist jetzt nicht auch unbedingt eine Waffe, die man am Anfang zur Verfügung hat, aber ich bin mir sicher, ihr bekommt das hin. Bis zum nächsten Mal.